Z-Station. Z ist mehr als nur ein Hockey-Club. Der Z ist Passion. Schmerzen, Tränen, Täuschen. Immer wieder aufstehen, was ich glaube und kämpfen. Alles, um grosse Erfolge zu finden. Wir wollen ja möglichst fossilfrei produzieren in der Stadt Zürich. Hat jetzt noch ein bisschen Aktualität bekommen aus, in der letzten Zeit, dass wir auch möglichst lokale Energien brauchen, wie beispielsweise man ja schon lange Kehrichtverbrennung nutzt für die Fernwärme. Und man hat jetzt gestartet, auch das Abwasser im Werdhölzli zu nutzen für Wärmegewinnung. Und wir haben dort zwei grosse Wärmeverbünde in Hönk und in Altstetten Nord gebaut. Und jetzt hat es sich als glückliche Fügung in dem Sinne ergeben, dass die Swiss Life Arena an dem Altstädten Nord Energieverbund dabei ist und wir sind damit mit möglichst klimaschonender Energie oder Wärme beliefern. Und im Betrieb sind bereits die beiden Verbünde. Wir sind geplant noch im Höchstzentrum und in Altstädten Süd das zu erweitern. Das ist dann die Abstimmung im November, wo wir da die Investitionen
bewilligen lassen. Wo wir da rein produzieren, werden wir dann wirklich das Herzstück nachher noch anschauen. Wir sind hier reingekommen durch den Speicherraum, da werden all die thermischen Energien gelagert. Sechs Buchwasser zum Duschen, sechs Eisproduktionswasser, dass man überhaupt die Zamboni kann entsprechend richtig füttern kann, dass er dann das Eis macht, was er eigentlich dann sollte. Da innen sind wir jetzt im Speicherraum. Da sind die verschiedenen Pumpen drin, die die Energien verteilen. Und wie es der Michael Baumer gesagt hat, die Swiss Life Arena ist angebunden an ein Energienetz, das heisst, es ist ein Energiequellennetz, wo es ein geschlossenes System ist. Wir produzieren da drin 100% CO2-neutrale Energien, Wärme, Kälte, Eiskälte. Aus dieser Produktion von Kälte mit den Kältemaschinen passiert auch eine Abwärme, die dann entsteht. Die Abwärme wird einerseits in der Arena selber genutzt und andererseits, wenn die nicht da innen genutzt werden kann, wird sie ja das Energienetz abgeben und somit kann das in den anderen Standorten von den Energiezentralen, die da zukünftig noch werden entstehen, auch weiterhin die Energie genutzt werden. Also ein relativ kompliziertes System. Man sieht hier die hübschen Schemas. Ist nicht das Ziel, dass wir das natürlich jetzt heute alles durchgehen. Die Fläche wäre parat. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich am nächsten Mittwoch, Donnerstag, ZSL 1 das erste Eistraining hier haben werden. Also bis jetzt war das noch kein Schlittschuhkaufen hier drauf. Schweden, Champions Hockey League am Dienstag. Darum sind jetzt hier die Taschen schon parat gelegt. Und dann kommen sie vorbei, packen und dann geht es am Flughafen ab auf Schweden. Dienstag Match, Mittwoch zurück. Freitag dann Match in Genf.
Vor allem hier jetzt halt ein bisschen die. Ja.